Heute sah es so aus, als wären alle gekommen, die bisher nicht in den Hafenwelten in Bremerhaven waren. Bei schönstem Wetter Segler bestaunen und selbst eine Bootstour machen. Insgesamt haben die Veranstalter nach 5 Tagen Hafenfest eine positive Bilanz gezogen. Geschätzte 400.000 Besucher zog es nach Bremerhaven. Selbst kleine Regenschauer gestern haben Schiffsfans nicht abgeschreckt. Ich finde es schon toll und ich bin froh, dass endlich mal wieder was losgeht. Gestern hat es 3 Stunden geregnet. Gestern mussten wir unter Deck bleiben. Mussten wir unter Deck bleiben, auch nicht so schlimm. Und abends Feuerwerk, haben alles gesehen, alles gut. Also die Stimmung allgemein, das Ganze drum und dran und das ganze Ambiente hier, das ist einfach, muss man erleben. Ein Muss für Bootsfahrer, auf jeden Fall. Und der Sohn ist auch zufrieden? Total. Er ist voll begeistert. Piet, ist super hier? Ja. Ja, ne? Ist total klasse. Schiffe gucken ist toll, ne? Ja. Ganz toll. Insgesamt eine friedliche Stimmung in diesem Jahr, so die Bilanz der Polizei und der Veranstalter. Ich habe wahrgenommen, dass wirklich die Besucher entspannt und genussvoll über unsere Maritimtage geschlendert sind, es gar keine Spannungen gab. Und das hat mich am meisten glücklich gemacht, dass die Menschen einfach ein fantastisches Fest in Bremerhaven feiern konnten. 80 Schiffe konnten Besucher bei den maritimen Tagen bestaunen. Highlight in diesem Jahr private Schiffstouren wie auf der Mare Frisium und besondere Schiffe im Hafen, wie die spanische Flotte und der Traditionssegler Alexander von Humboldt II. Das Kinderland hinter der Stadthalle, etwas versteckt, war in diesem Jahr neu und wurde von Familien laut Veranstalter gut angenommen. Genauso wie das Freibeuterdorf vor dem Schifffahrtsmuseum. Auch die Gastronomen sind zufrieden. Schwül war es, aber Eis wird trotzdem gegessen. Und wie man die Bremerhavener kennt, auch bei schlechtem Wetter, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung, also wird auch bei jedem Wetter Eis gegessen. Natürlich sind auch viele ein bisschen vorsichtiger mit ihren Geldausgaben. Die Kosten sind alle höher geworden, aber wir wollen mal nicht klagen, wir sind zufrieden. Sehr voll war es vor allem am Wochenende und damit ein guter Test für die Veranstalter für die Sail in 2 Jahren, die noch mehr Publikum in die Hafenwelten ziehen wird.